Danke, dass ihr da seid. Danke für all die vorbereitet haben. Hunderte von Menschen haben gewirkt, dass dieser Tag zustande kommt. Man könnte hier Stunden aufzählen, was nur alles gemacht werden muss, bis wir hier sitzen dürfen. Aber am meisten freue ich mich über euch Referenten, dass ihr hier seid, um dem Publikum zu dienen, einem hungrigen Publikum. Danke, habt ihr euch zur Verfügung gestellt, um auch hier ehrenamtlich zu dienen, wie wir alle versuchen, ehrenamtlich zu dienen, damit mal etwas Neues in dieser Welt geschieht, nicht wahr? Die neue Welt ist ohne Geld, okay? Ja? Es geht schöner so, ja? Gleichzeitig will ich mich ein bisschen entschuldigen bei euch. Ich weiß, es ist außergewöhnlich, wie ihr hier eingeladen werdet. Ich habe natürlich ein bisschen ein gutes Gewissen dabei, trotzdem ich mich entschuldige. Aber ich möchte euch doch immer wieder teilhaben lassen, warum wir die Dinge tun, die wir tun, warum wir sie so tun und nicht anders. Immer wieder kommt mal die Stimme durch, ach, wie bringe ich das meinen Leuten bei? Ich muss doch wissen, wer hier spricht. Man kann doch nicht die Katze aus dem Sack, ohne zu wissen, was da drin ist, kann man doch nicht kommen. Das macht man doch nicht. Und ich sage, doch, warum macht man das nicht? Natürlich macht man das, wir machen es ja. Aber ich möchte, dass ihr wisst, warum wir das tun. Schon in der Grundlegung der AZK, ich glaube, es war in dieser Halle, sind Journalisten buchstäblich eingefallen, man kann das gar nicht anders nennen, und haben das Ganze versucht, schon von der Krippe an in den Dreck zu ziehen. Das kam damals so weit, dass dann die Stadt, die Behörde hier, da kam die Kriminalpolizei, da kamen alle möglichen Leute, die haben hier ihre Kameras aufgestellt und haben uns buchstäblich umzingelt. Man kam sich vor wie ein Schwerverbrecher, nur weil man mal etwas anderes hören wollte, nicht wahr? Das kam aber gut raus. Man hat gemerkt, das ist eine seriöse Sache, das sind liebe Menschen hier. Und dadurch sind wir überall, wo wir sind, in hohes Ansehen gelangt. Auch hier in der Stadt, wir haben ein hohes Ansehen hier, vielleicht eines der höchsten Ansehen, was hier auch die Hallenmiete betrifft. Aber das wollen wir nur auch so gerne beibehalten. Und wir machen einfach die Erfahrung, sobald Presseleute, nicht natürlich jede Presse, aber ihr wisst, wie das läuft, sobald gewisse Presseleute einfahren, dann verdrehen die Dinge, dann stehen nachher die obkursten Dinge in der Zeitung und das wird nachher von anderen Medien übernommen und dann gibt es ein Riesentheater, um das irgendwie zu rivalisieren. Warum das so ist, das hört man ja immer wieder mal auch in den Beiträgen. Aber mein Anliegen ist, dass wir uns daran gewöhnen, dass wir anders sind als andere. Es hat mit dieser Verfolgung zu tun, der Wahrheit, der Verfolgung, der Gegenstimme. Und das Volk hat ein Recht auf Gegenstimme und wir möchten, dass es so lange als irgend möglich bleibt. Und darum laden wir so ein, wie wir einladen. Ist übrigens nicht notwendigerweise der Grund, warum Menschen nicht kommen, weil ich habe etwas gelernt und das ist hochinteressant. Diese Gleichung, in Zürich gibt es ein Restaurant, da hat mich mein Bruder mal eingeladen, da kommst du rein, ist besser, wenn du vorgewarnt bist, wenn du da hinkommst, so ähnlich wie bei AZK. Er sagt einfach, pass auf, das läuft ein bisschen anders dort. Das ist nicht so ein normales Restaurant, wie du kennst. Dann kommst du da rein und denkst, es hat so viele Leute, wahrscheinlich hat er das gemeint, es ist ein Gedränge, jeder will hier essen offenbar. Aber dann setzt du dich irgendwann zu Tisch, irgendwo wird dir einfach ein Platz hingewiesen, sie kommen, setzen sich hierher. Du kannst nicht mal wählen, so beginnt das dort und dann sitzt du dort und sagst, darf ich bitte die Speisekarte haben? Dann sagt dir der Chef dort, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Das musst du mal erlebt haben, nicht? So ein italienisches Restaurant in Zürich, ja. Und dann sage ich, ja, wie bitte, was gibt's? Ist egal, es wird einfach gegessen, was vom Tisch kommt, gibt keine Speisekarte. Ja, kann ich die Weinkarte haben? Moment mal, dann geht er weg, kommt irgendwann wieder, macht's klack, hast eine Weinflasche auf dem Tisch. Er fragt dich nicht, ob du den trinken magst oder nicht. Es gibt keine Weinkarte, es wird getrunken, was vom Tisch kommt, ja. Und die Bude ist voll, weißt du? Und dann sitzt du dort und beginnst den ersten Gang zu essen, dann bekommst du so 5 Gänge. Keiner weiß, was es gibt, nur die Mama. Er sagt, ich bin die Mama, eure Mama, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Kommt der erste Gang, er ist einfach fantastisch. Beim zweiten Gang, du musst ihm ein Kompliment machen, das mache ich. Also dann geht der Chef hin lang und ich sage zu ihm, wunderbare Küche, 1A. Wisst ihr, was er sagt? Das ist nicht mein Problem, das ist ihres.
Ja, ich wollte es nur sagen, ja, wenn es Ihnen nicht passt, können Sie auch gehen. Ne? Und so geht das die ganze Zeit weiter. Du isst fünfgängige Menüs vom Allerfeinsten, der Wein, alles schmeckt natürlich, mag der eine oder andere was anderes, egal. Der Punkt ist, du wirst dort einfach bedient und am Schluss stehen die ganz lieb dort und haben eine Rose in der Hand und drücken dir diese Rose mit aller Liebe in die Hand. Du spürst, es war gut gemeint. Und da will ich wieder hin. Da will ich wieder hin. Ich sag dir das nur, oh, jetzt bin ich beim Du, das hast du noch nicht geklärt, Frank. Darf ich Du sagen? Nehmt es bitte nicht persönlich, es ist Gewohnheit. Ich fall nur immer wieder rein, ich kann es versuchen, aber es wird nicht klappen, ich verspreche es dir. Also, für die einen gilt das immer als Sie und für die anderen Du. Also ich kann dir einfach sprechen, wenn wir den Leuten klar machen, dass es einfach so laufen muss, es ist gut so, nicht zu wissen, was auf den Tisch kommt, aber erfahrungsgemäß kommt was Gutes und wenn mal was dabei ist, wenn dir der Wein von einem einen nicht schmeckt, dann lass doch den einfach aus. Es gibt so viel, so ein großes Menü heute. Also wir haben 5 Referenten, 4 Referenten, eine Referentin heute zu Gast, verschiedenste Themen und wir werden die nach und nach enthüllen. Das ist gut für die Journalisten, dann müssten sie mal bleiben und das machen sie nämlich nicht. Die kommen rein, schnuppern sich durch die Tische, nehmen irgendein Papier mit, das sie irgendwo rumliegen sehen, fragen noch nicht mal, von wem ist es, und dann ist der Artikel schon geritzt. Sie wissen ja eh schon, was sie schreiben wollen, bevor sie da reinkommen, versteht ihr? Und so müssen sie die Geduld haben zu warten, bis ich mein langes Vorwort gegeben habe. Und dann müssen sie warten, bis der erste Referent bekannt gegeben wird und der zweite, dritte und so weiter. Ihr erfahrt es immer dann, wenn das neue Menü, der neue Gang auf den Tisch kommt, erfahrt ihr, wer das ist. Ist das okay? Macht ihr da mit? Okay. Das ist jetzt in. Und wenn jemand das nicht gut findet, sagt ihm einfach, das ist in, das macht man heute so, in Verfolgungszeiten macht man das so. Das bringt am meisten, da kommen wir miteinander am meisten. Aber ich kann euch versprechen, heute wird ein wunderbarer Tag. Diese Referenten haben Gewaltiges zu sagen, Wichtiges zu sagen, Gegenstimmen, die man einfach gehört haben muss. Und zwischendurch gibt es auch Zwischeneinlagen. Also man kann heute, um das bei diesem Bild zu bleiben, man kann locker von einem 10-Gang-Menü sprechen. Und ich will euch versprechen, wenn ihr Zeit habt bis zur Nachspeise, wenn ihr Zeit habt bis zum Dessert, habt ihr was Gutes getan. Es kommt am Schluss, ich glaube nicht zu untertreiben, wenn ich sage, eine Weltneuheit. Ihr werdet heute etwas sehen, das habt ihr nie irgendwo gesehen. Ganz sicher habt ihr es noch nie gesehen, das möchte ich euch fast versprechen. Wenn es jemand gesehen hat, kommt nachher zu mir und sagt, das hat schon gegeben, es war ein alter Zopf. Aber ich glaube, es ist eine Weltneuheit, es endet mit einer Nachspeise, mit einem 5-Gang-Nachspeiseplan von allerschönster Sorte. Mehr sage ich dazu noch nicht, weil wie gesagt, du weißt es dann, wenn es soweit ist. Aber ich beglückwünsche jeden, der so viel Zeit mitgebracht hat, um heute den ganzen Tag bei uns in der Familie zu sein. Okay? Ich möchte jetzt einfach nochmal klarstellen, warum es die AZK gibt, diese Vorrede ist mir darum wichtig, dass wir uns jetzt einpegeln, denn wir wissen auch, dass diese Dinge nicht ganz unproblematisch sind, die wir tun, denn es kommen ja viele verschiedenste Menschen zusammen und auch viele verschiedene Referenten. Wichtig ist, keiner haftet für den anderen. Jeder ist hier für sich, jeder ist für sich hier, um zu hören, jeder ist für sich hier, um zu sprechen. Die Sprecher, die Referenten haben untereinander keine Verbindungen, es gibt keine AZK-Mitgliedschaft. Es ist einfach ein privates Meeting, das wir hier haben, wo man kommt, um zu hören und zu sprechen. Und jeder macht damit, was er dann will. Aber uns ist wichtig, das Ziel der AZK ist wichtig, dass wir wieder hören lernen. Die Menschheit hat verlernt, selber zu hören. Wir haben gelernt, wie man den Medien hinterhergeht. Die Meinungen werden gemacht. Und zwar sehr einseitig. Das merkt man, wenn man mal mit diesen Themen in Berührung kommt, die man sonst nicht so hört. Hier hörst du Dinge, die du weitgehend in den Medien nicht hörst. Hintergründe, die verschwiegen werden, aus welchen Gründen auch immer. Es ist einseitige Meinungsmanipulation im Gange und wir sind dahinter gekommen, dass es so ist. Und die AZK hat die absolute Absicht,
die Mündigkeit wiederherzustellen, dass Menschen wieder selber hören lernen. Das ist so ein großes Fitnesscenter hier drin, wir nennen das mal ein großes Meinungsfitnesscenter. Ja? Da könnt ihr eure Meinung mal fit machen, eine eigene Meinung zu bilden. Wir haben die Absicht mit AZK, euch Wahrheiten von Lügen unterscheiden zu lernen. Das muss man unterscheiden lernen. Menschen sagen, das kann man doch nicht. Wenn du angelogen wirst, woher kann man das wissen, ob das die Wahrheit ist oder die Lüge? AZK behauptet doch, es gibt Unterscheidungskriterien, es gibt Merkmale, wo man merkt, ob etwas wahr oder falsch ist, richtig oder falsch ist. Und das Problem, mit dem wir zu kämpfen haben, gegenwärtig in der ganzen Welt, die ganze Weltlage ist von Lüge geprägt. Wir werden belogen. Es sind Menschen am Werk, das muss man halt zuerst mal begreifen lernen, es sind Menschen am Werk, die belügen die Völker. Sie werden belogen, allem voran über Radio und Fernsehen, über Zeitungen. Sie werden belogen, aber auch über alle möglichen Institutionen. Sie werden belogen von politischen Kanzeln her. Und es ist für das Volk schwierig geworden, zu wissen, was Wahrheit und Lüge ist. Eine ganz große Sache, die wir immer wieder sagen, um zu erkennen, was Wahrheit und Lüge ist, ist immer, dass man Stimme und Gegenstimme hört. Nicht immer nur die eine Stimme. Ja? Wenn du immer hörst, ein Pärchen hat Streit, wenn du immer nur die Seite des Mannes hörst, was das für eine furchtbare Frau ist, wie schrecklich diese Frau ist, warum er sich mit dieser Frau nicht zurechtfindet, dann stimmst du irgendwann ein mit ihm. Das kennst du aus dem persönlichen Leben, ja? Dann hörst du die Story an und irgendwann entwickelst du eine Wut und denkst, das Weib musst du loswerden hier. Und dann kommt die Stunde X, wo du mal die Seite der Frau hörst und denkst, oh, aha, da gibt es noch eine andere Seite. Und wenn du der lang genug zuhörst, dann fällst du wieder von der anderen Seite vom Pferd runter. Ja? Darum ist ja bei der Scheidung ist es immer so, dass beide unschuldig sind. Ja? Jeder schiebt es auf den anderen ab. Aber der Punkt ist, wenn du dich mit beiden auseinandersetzt und das nachher erwägst und die ein bisschen setzen lässt, dann merkst du meistens, wo der Hase im Pfeffer liegt. Dann merkst du meistens, beide sind schuld. Und zwar, weil du es nebeneinander hörst. Plötzlich siehst du ein klares Bild. Plötzlich siehst du dreidimensional, nicht mehr nur zweidimensional. Plötzlich merkst du, aha, so läuft das. Kein Wunder, wenn der die ganze Zeit die Zahnpasta offen lässt, die ganze Zeit seine Unterhose in die Ecke wirft. Kein Wunder, geht seine Frau mal hoch, verstehst du? Und so bildet sich etwas. Aber warum bildet es sich? Weil du Stimme und Gegenstimme hörst. Plötzlich bekommst du etwas ab, was dich eines Besseren belehrt und du kannst deinen eigenen Standpunkt gewinnen. Du hast nicht mehr den Standpunkt des Mannes oder der Frau, der zerstritten, sondern irgendwann hast du deinen eigenen Standpunkt und kommst an den beiden vorbei und weißt nachher, was du zu tun hast. Ich sage nochmal, das Problem, das wir haben, wir leben in einer Gesellschaft, da wird gelogen und betrogen, wie man es gar nicht in Worte fassen kann, ja. Warum? Der Grund meistens, wenn man es untersucht, man kommt immer wieder beim Geld raus. Das ist der eine Hauptgrund, Gewinnabsichten. Der zweite Hauptgrund ist Macht, Einfluss haben, Menschen bewegen, Menschen manipulieren können, Menschen gewinnen können, wie auch immer. Und dann natürlich die perverse Macht, die rausfolgt. Ja. Aber Fakt ist, sobald einer Geld machen will, wir nehmen mal die Pharma wieder als Beispiel, das ist ja eines der größten Geldgeschäfte in der Welt überhaupt, dann ist es klar, die wollen Geld verdienen, die müssen kranke Leute haben, dass sie verdienen können. Also beginnt man die Dinge so zu erzählen, dass diese Pharmaprodukte verkauft werden. Jetzt kommen auf der anderen Seite wieder andere, die das bekämpfen, die möchten dann, dass natürliche Mittel genommen werden. Das sind dann die Naturheilpraktiker und so weiter. Und schon beginnt der Krieg, ja. Am Anfang ist oft die Ideologie dahinter, man will das Bessere, man will den Menschen die Gesundheit erhalten und dann entwickelt man natürliche Präparate, um der Pharma die Stirn zu bieten. Was geschieht dann? Plötzlich beginnt die Pharma Angst zu streuen, dann hörst du plötzlich, was alles wie gefährlich ist, wenn du nicht ihre Produkte nimmst, dann bist du plötzlich in Lebensgefahr, wenn du dich auf natürliche Mittel verlässt. Bis dahin, dass die Menschen Verbote bekommen, dass sie natürliche Mittel noch nicht mal verkaufen dürfen. Und irgendwann, wenn es einem gelingt, einem Naturmittelfabrikanten, wenn er mal merkt, dass sein Mittel ankommt, wir kennen solche Fälle, die erwähne ich hier nicht mit Namen, aber plötzlich sind sie auch in der Geldmasche drin. Und plötzlich geht es ihnen auch um den Gewinn. Und plötzlich beginnen die Theorien zu entwickeln,
dass die Produkte der Pharma wieder verteufelt werden und da ist hier wieder die Lüge drin, versteht ihr? Und dasselbe passiert immer, von allen Seiten. Ja? Wenn du die Glühbirne gegen die Sparlampe siehst, beides hebelt das andere aus mit Argumenten, mit teils Wahrheiten, teils Lügen. Und dann kommt die LED dazu, die neueste Lampe, und plötzlich wirst du blind, wenn du mit dieser Lampe arbeitest. Das ist das Endprodukt, das ist Blindheit. Kommt solches Zeug unter das Volk. Ja, wie will das arme Volk unterscheiden, was hier stimmt, was nicht stimmt? Ja? Dann kommt die ganze Klimageschichte mit den Klimalügen, die ans Licht gekommen sind. Hier könnte man ja sämtliche AZK-Themen nun aufzählen. Das Verrückte dabei ist, bei all dem, was geredet wird, ob die Menschen mehrheitlich die Wahrheit sagen oder auch mehrheitlich die Lüge, das Problem ist, auch wenn einer mehrheitlich die Lüge sagt, es hat immer auch Wahrheiten drin, das ist das Problem. Verstehen wir? Es hat nicht selten wirklich Wahres drin. Ich nehme ein Beispiel, aber das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt, warum es die AZK gibt. Wir müssen genau zwischen diesen Polaritäten, zwischen ein bisschen Wahrheit in der Lüge und ein bisschen Lüge in der Wahrheit, müssen wir den Kurs finden, uns schärfen, die Sinne schärfen, dass wir zu einer Armee werden, die die Wahrheit von der Lüge klipp und klar scheiden kann. Und darum ist wichtig, was die Kriterien sind. Wichtig ist zu erkennen, fast alle, die irgendwas bringen, haben irgendwo etwas Wahres drin. Und darum muss man immer für das etwas Wahre darin offen bleiben. Dass man nicht, wie man so schön sagt, das Kind mit dem Bad ausschüttet. Ein Beispiel. Jetzt verteufelt jemand pauschal die Milch. Also es gibt ja verschiedene Abstufungen. Die einen sagen, nur diese Milch nicht gut, die andere Milch nicht gut. Jetzt ist es schon so weit, dass Leute aufstehen, die pauschal sagen, Milch generell Gift, oder? Nun, da hat Gott einfach einen Fehler gemacht, da müssen wir mal mit ihm reden halt, oder? Das sind 6000 Jahre Geschichte, die wir mal überblicken können, die mit Milch haben wir gelebt, jetzt plötzlich ist es bares Gift. Nun, Fakt ist, es hat was Wahres dran, aber nicht für alle. Ja? Wenn du meine Tochter nimmst, praktisches Beispiel, meine Anna Sophia, wenn du dieser Mädchen ein Glas Milch hinstellst, beginnt die rot zu werden. Ja? Wenn du mir ein Glas Milch hinstellst, fühle ich mich nachher viel besser. Siehst du, da hast du es schon. Gibst du ihr ein paar Liter Milch, dann hat die von Kopf bis Fuß diesen Schorf, oder wie man dem sagt, so eine Milchallergie halt. Ja. Für sie trifft das vollständig zu. Man muss wissen, dass für die einen Menschen Milch bares Gift ist. Wie bares Gift? Die schwillt auf am ganzen Körper, für sie ist Milch nichts. Wenn ich nicht ab und zu ein Glas Milch bekomme, dann bin ich ein halber Mensch. Verzeihung. Siehst du, und das ist der Punkt. Wir müssen nicht sagen, alles ist einfach verkehrt. Wir müssen lernen, faktisch einen anderen Maßstab anzusetzen für Wahrheit und Lüge. Wir müssen aufhören, mit dem Kopf zu arbeiten allein. Ja? Wir müssen aufhören, unseren Maßstab zu setzen, allein von dem, was man hört oder allein von dem, was man sieht mit seinen Augen. Man muss lernen, die Wirkung, an Wirkungen zu erkennen, was wahr und falsch ist. Und das gilt auf allen Ebenen. Hier angewandt, die Wirkung, wie wirkt das auf mich? Ja? Wie wirkt das auf mich, wenn ich ein Glas Milch trinke, um bei diesem Beispiel zu bleiben? Ich gehe nicht auf das, was der sagt dafür, nicht auf das, was der sagt dagegen, sondern ich probiere das aus. Und dann merke ich, wie ist die Wirkung an mir. Und dann kann ich es unterscheiden, was es für mich bedeutet. Und irgendwann merke ich, ich kann nicht mehr als 2-3 Gläser Milch in der Woche vertragen, vielleicht 2, sonst wäre ich fett. Ja? Dann merke ich, dann kommt der Bauch raus. Da beginnt bei mir die Schnittstelle, wo ich sage, mir tut Milch so, bis dahin tut sie mir gut und da tut sie mir nicht mehr gut. So einfach ist das. Man kann sich das vom Ereignis her, was mit einem geschieht, abmessen, sei das körperlich, aber auch geistig oder geistlich sogar. Ja? Aber nie vom Hören oder Sehen allein. Das sollte uns die Natur lehren. Wenn du aufs Auge allein gehst und du isst zum Beispiel, du stehst vor einer Passionsfrucht, ich weiß nicht, ob ihr die kennt überhaupt, so reife Passionsfrüchte, die sehen aus wie ein verschnurfter Golfball, also furchtbar, wie ein verfaulter Golfball, eingefallen, zerknittert, aber wenn du die aufbrichst, ist die herrlich. Gehst du nur aufs Auge, sagst du, pfui, geh mir weg mit dem scheußlichen Ding, brichst du es auf und schaust die Wirkung, ist es einfach eine herrliche Frucht, absolut Passionsfrucht halt eben, ja. Und andererseits kannst du eine Person, eine Diva gegenüber haben, eine Frau aus erlesenster Schönheit, die schöner nicht sein könnte. Und wenn du aufs Auge gehst,
dann gehst du auf diese Frau ein, willst dir dein Leben damit verbringen und du merkst, sie ist ein Teufel, verstehst du? Du kannst nie aufs Äußere allein gehen. Ne? Es gibt Frauen, die schöner nicht sein könnten, aber vom Wesen her sind sie wie ein Ferkel mit einem goldenen Ring in der Nase, ein Rüssel, verstehst du? Ja? Kennt ihr das? Okay. Also geht nicht aufs Auge allein, auch nicht vom Hören sagen allein. Ja? Du kannst vom Hören sagen dich total verirren. Vom Hören sagen weißt du zum Beispiel, dass Sasek nur seine Stimme gelten lässt. Das wird verkündet. Das sagen dir die Radiopresse, das sagt dir das Fernseher. Sasek lässt nur seine Stimme gelten. Naja, wenn du das hörst, dann kannst du zu Hause bleiben, aber du kannst es auch anders machen, du kannst kommen und schauen, ist da eine andere Wirkung? Kann es wirklich sein, dass heute 5 Referenten hier referieren? Also stimmt das schon mal nicht, siehst du? So einfach ist das. Du musst unterscheiden von den Wirkungen, die ausgehen, was geschieht. Selber die Augen auftun, selber beachten, was läuft. Das Wichtigste, was die AZK vermitteln möchte, ist aufs Herz hören lernen. Das Herz ist der beste Lehrmeister, ich verspreche dir das. Die Befürchtungen, die du mitbringst, die Zweifel, die Ängste, wenn du auf die hörst, du wirst nie einen Schritt weiterkommen in deinem Leben. Du wirst immer dort bleiben, zurückgezogen. Es wird nichts Neues in dein Leben reinkommen. Du wirst immer versagen in deinem Leben, solange du Befürchtungen und Ängste als deinen Lehrmeister nimmst. Ja. Jetzt musst du aber wissen, du brauchst nicht Angst haben, auch vor diesen heutigen Referenten, du brauchst nicht Angst haben vor ihnen, nicht, was kommt da, ich habe Zweifel, ob das dann richtig ist, wenn mir da was Falsches eingepflanzt wird. Jetzt pass einfach auf, wenn du diese Referenten heute hörst, diese 5, ist es ganz einfach. Es gibt das Gesetz in der Natur, dass ein Mensch, der nicht koscher ist, ich sage es jetzt mal mit diesen Worten, ein Mensch, der nicht in Ordnung ist, der hat eine abstoßende Wirkung, wenn du offen bist auf dich. Also wenn du spürst, dass eine Person, wenn sie spricht, dich einfach wegbläst, dass du das spürst, dein Herz verbindet sich nicht mit ihr, dann kannst du davon ausgehen, dass hier eventuell etwas nicht stimmt. Jetzt ist aber etwas noch ganz besonders Wichtiges zu sagen. Also das ist mal Punkt 1. Wenn immer ein Mensch da ist, der dir einen Quatsch erzählt, der Lüge erzählt oder selbst nicht in Ordnung ist, dann signalisiert das deinem Herz eine Unruhe. Du kannst es nicht in dich reinlassen. Du bist blockiert. Du wirst gewarnt innerlich. Das ist ein Navigationssystem, das jeder Mensch in sich drin hat. Aber was du wissen musst, ist, dass diese Navigation gestört ist, sobald du nicht offen bist, auf einen Menschen zu hören. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Gedanken, die du mitnehmen musst an diesem heutigen Tag in deine Zukunft. Du kannst die Wahrheit von der Lüge nie unterscheiden, wenn du nicht offen bist, Wahrheit zu hören. Sobald du nicht der Person selber begegnest, die hier steht, sondern dem Gerücht über die Person begegnest, bist du, wie soll ich es mal sagen, am Arsch. Das sagt wieder jemand, das ist dein Lieblingswort. Stimmt nicht, es ist einfach, es gibt manchmal nicht ein klares Reden, um dir zu sagen, was ich sagen will. Du musst manchmal merken, das ist mir jetzt besonders wichtig. Ja? Wenn du nicht offen bist, wenn du nicht hierher gekommen bist, mit der absoluten Offenheit zu hören, was der sagt, dem Menschen selber zu begegnen, ihn selber zu spüren, du wirst immer selber dein eigener Stolperstein sein. Weil das die andere Gesetzmäßigkeit ist, wenn du in Misstrauen kommst, wenn du dem Vorurteil begegnest anstatt der Person, dann kommt die Wirkung des Vorurteils auf dich, wenn diese Person redet. Kannst du das nachvollziehen? Da hinten hat jemand verstanden. Pass auf, das ist ganz wichtig. Wenn du dem Gerücht begegnest und nicht der Person, kommt die Wirkung des Gerüchtes auf dich, sobald diese Person spricht. Und dann denkst du hier, ich habe meine Antenne gestellt, jetzt ist diese Person gekommen, jetzt wirkt es negativ auf mich, ich ziehe mich da zurück, ich will davon nichts wissen, es ist falsch. Nein, erst wenn du einen Bund mit deinem Herzen gemacht hast, zu sagen, ich will hören, auch wenn vorbelastete Meinungen sind über diese Person, die hier spricht. Wir werden heute Themen hören, die sind für einige hier drin gar nichts, einfach nichts. Aber sagt ihr einfach, auch wenn ich das Gegenteil immer gehört habe, auch wenn ich immer nur gewarnt wurde,
Ich will hören. Ich will mit meinem eigenen Herzen hören. Ich will nicht mit den Ohren hören, was man über dieses Land oder über diese Person gesagt hat, was die Gerüchte sagen. Ich ignoriere die jetzt. Ich schalte die mal aus. Ich will mit meinem Herzen selber hören. Ich will beachten, was mein Herz sagt von der Person, was von der Person direkt ausgeht, nicht von dem Gerücht von der Person, verstehst du? Sobald du diese Frequenz einschaltest, auf offen stellst und bereit bist, Neues zu lernen, auch wenn es ganz gegen deine Überzeugung geht, hast du das nicht, bist du selber der Störfaktor. Dann geht von dir diese Negativkraft auf. Du bist das abstoßende Element, verstehst du? Also es kann immer von dem einen oder von dem anderen eine abstoßende Wirkung gehen. Ausgehen. Und darum, wenn du weißt, du bist offen, du bist für Neues bereit, auch wenn du 100% sicher bist, du weißt schon alles. Wenn du das nicht sagen kannst, ich bin 100% offen, auch wenn ich meine, alles zu wissen, ich bin trotzdem offen. Sobald du diese Stellung hast, kannst du den anderen, wir sagen den bemessen, dann kannst du erkennen, was von dem anderen ausgeht in Realität. Aber voreingenommene Person, ich sage es nochmal, wenn du selber voreingenommen bist, wirst du immer nur das wiederholt erleben, was du schon in deiner Voreingenommenheit vom Gerücht her halt in deinem Herzen hast. Es wird nicht befreit, es wird im Gegenteil, es wird noch verstärkt. Es scheint sich dann zu bestätigen, was du schon immer gehört hast. Und darum ist die Offenheit in jedem Fall total wichtig. Ich möchte noch etwas sagen, bevor ich die Referenten hochbitte. Wir möchten mit der ACK nicht nur Informationen vermitteln, nicht nur Informationen aufstauen und immer noch mehr Wissen auftürmen. Uns ist wichtig, dass wir mit der AZK immer mehr auch einmünden ins Handeln, ins gemeinsame Handeln. Es beginnt mit gemeinsamem Hinhören, es geht weiter mit gemeinsamem Neuempfangen, neu ausgerichtet, neue Horizonte zu empfangen und dann geht es das hinauszutragen in die Welt mit den DVDs. Mittlerweile hat sich die AZK ja multipliziert in S und G, Stimme und Gegenstimme. Es sind Zehntausende in den letzten Monaten dazugekommen, die AZK täglich praktizieren oder sagen wir wöchentlich mit diesen S und G-Ausgaben. Die AZK hat sich weiterentwickelt in die Klagemauer-TV, wir werden davon heute hören. In 23 Sprachen hat sich das ausgeweitet. Merkt ihr, wir beginnen miteinander hier und wachsen immer mehr in immer größere Aufklärungsfelder raus, mit dem Ziel, ein Volk zu erwecken, das selber die Wahrheit an sich trägt und zum Aufklärungsfaktor wird, zum Lichtträger wird unter diesen Nationen, die schlimmer nicht verführt werden könnten durch Medien und halt diejenigen, die die Meinung gelegentlich bilden. Ja. Aber ich möchte zum Abschluss Wert darauf legen, dass wir zu einem Kampftrupp werden der Wahrheit, der frei ist von Verzagtheit, frei ist von Entmutigung, frei ist von Schwermut und all diesen Dingen, die immer wieder aufkommen möchten, wenn wir in der Aufklärungsarbeit stehen. Ich habe immer wieder... Ja. Ich habe immer wieder Begegnungen mit Menschen, die echt sagen, oh, da kann man doch nichts machen, was kann ich allein hier machen? Seht ihr, das sind die schlimmsten Giftpilze im Wald, die du dir vorstellen kannst. Ich möchte eine Sensibilität erwecken, dass wir zu einem Volk werden, zu einer Armee der Wahrheit, die das Licht, das Schwert der Wahrheit führt. Eine Armee, die frei ist von solchen Angsthasen, frei ist von solchem Schwermut, frei ist von all diesen Menschen, die das Herz sinken lassen und den Mut aufgeben. Und das ist mir wichtig, wenn wir uns von diesen Menschen, wenn wir diese Menschen nicht kurieren und auf die Beine stellen, dass sie Mut fassen, du musst einfach wissen, dass du selber so wirst, wenn du mit Menschen zu tun hast, die diesen Schwermut, diese Resignation verbreiten. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Dinge ich erlebt habe in den letzten Jahrzehnten, zuletzt in den letzten Wochen oder Tagen. Da habe ich einen einzigen Erfolg. Ich habe mehrere S&G-Ausgaben produziert. Ich gehe am Abend, bevor ich ins Bett gehe, bin ich voll Freude. Ich denke, das war ein absolut erfolgreicher Tag. Ich kann es fest voraus richtig spüren schon, wie wir durchbrechen, wie diese Aufklärungsarbeit geschieht weltweit. Und dann habe ich noch im Treppenhaus eine Begegnung mit irgendeinem Gast oder mit irgendwem.
der dann so dasteht und sagt, ja, ich finde, das hat alles gar keinen Wert. Du gibst ihm nur die Hand und du bist ein halber Mensch. Du gehst als Versager hoch, die Treppe hoch. Was passiert hier? Hast du das schon erlebt? Er hat das schon mal erlebt, sowas. Seht mal, sind ziemlich viele. Mach mal ein bisschen Winke, wer sowas schon erlebt hat. Schau mal, diese vielen Hände hier. Schau mal, das ist eine Realität, von der ich erzähle. Du musst Menschen, die sich der Verzagtheit ergehen, entweder kriegst du die auf die Reihe oder du wirst selber so wie sie. Ist mir ganz wichtig, wenn wir Aufklärungsarbeit im ganz großen Stil tun wollen, wir müssen uns befreien von diesem, von dieser Resignation, die sich immer wieder verbreiten möchte. Ihr müsst wissen, alte Heere, frühere, alte Schlachtheere, jetzt, da reden wir jetzt richtig von Kriegsheeren, die hatten Grundgesetze. Das erste Gesetz, das oberste, war immer, du darfst nicht einen Verzagten mit in die Schlacht nehmen. Das waren die ganz alten Kriegsheere noch, das waren ihre Grundregeln. Kein Verzagter durfte mitgehen. Wenn einer Angst hatte, musste er die Armee verlassen. Wenn einer Männchen, Weibchen, das Weibchen wichtiger war oder sein eigenes Haus, das er gerade am Bauen war, dann musste er aus der Armee ausscheiden, damit nicht alle anderen abgelenkt waren. Seht ihr? Die AZK möchte euch darin schulen, fest zu werden, stark zu werden, die Wahrheit selber auf euch zu tragen. Und darum möchte ich euch zurufen, mit allem, was ihr bekommt heute, es gibt keinen Grund zur Resignation, es gibt keinen Grund zur Panik, auch wenn sich die negativen Schlagzeilen immer mehr häufen, es gibt keinen Grund zur Panik, es gibt keinen Grund für Resignation. Die Wahrheit selber setzt sich durch. Es gibt durch die Wahrheit Power, es gibt durch die Wahrheit Zuversicht, es gibt durch die Wahrheit alle möglichen Schübe von Freude, wenn wir nur in der Wahrheit drin bleiben. Wesentlich ist, wir müssen die Wahrheit sprechen. Wir müssen die Wahrheit sprechen. Das ist der einzige Grund, warum es keine Resignation braucht. Du musst wissen, sobald du die Wahrheit sprichst, dann beginnt sie zu wirken. Sie ist wie ein Katalysator, sie ist wie ein Sauerteig, kann man sagen, als Bäckersprache. Es ist wie ein Gärmittel halt, ja, ein Gärmittel. Sobald du die Wahrheit sprichst, unerschrocken, geht sie raus, sie verbreitet sich, sie beginnt dann wie ein Feuer, Stroh zu verbrennen. Sie hat eine Wucht, die Wahrheit in sich selber, wie ein Sturmwind, der die Spreu verbreitet. Es ist wie ein Sturmflut, die Geröll vor sich herschiebt, die auf nichts und niemand Rücksicht nimmt, weil die Wahrheit in sich selber wirkt. Aber ich betone nochmals, man muss die Wahrheit sprechen. Und sobald man die Wahrheit nicht spricht, wirkt sie nicht. Und darum seid unverzagt, sprecht die Wahrheit. Ich bitte auch für die Referenten, dass ihr unverzagt die Wahrheit sprecht, das, was euch auf dem Herzen liegt, dass es zur Wirkung kommt. Und wir alle, die hier drin sind, die irgendwie der Verzagtheit neigen zu verfallen. Wir sagen uns heute, wir sind unverzagt hier, wir wollen das hören, was wir hier zu hören bekommen und wir möchten uns selber trennen von all dem, was uns der Aufnahme berauben möchte, was diese Menschen uns zu sagen haben. Seid ihr bereit dazu? Okay. Die Wahrheit ist es, die uns stark macht. Machen wir das mal. Wir sagen mal, ich bin stark durch die Wahrheit. Ich bin stark durch die Wahrheit. Okay, das ist die Wahrheit, ja. Ich bin frei durch die Wahrheit. Ich bin frei durch die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, ja. Und noch das Letzte, ein Gesetz, ein geistiges Gesetz ist, die Menschen, die Lügen verbreiten, die sind jetzt noch stark in der Welt. Jetzt noch sind sie furchtlos. Jetzt noch sind sie stark, weil sie alles auf ihrer Seite haben. Aber du musst wissen, sobald die Menschen, die die Wahrheit haben, unerschrocken werden, unverzagt, dann fällt die Furcht auf diese Menschen, die die Lüge betreiben. Das ist ein geistiges Gesetz. Wenn du stark wirst im Herz, dann bekommen sie es mit der Angst zu tun.